Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Ränken. André! Hollands Junge! Hallo und herzlich willkommen! So, hallo ihr Lieben, ich habe heute meinen Kumpel André dabei, den kennt ihr schon aus einigen Videos. Hallo André! Wuhu. Man nennt ihn auch Dr. Sorpesee, ja? Wir sind jetzt heute mit zwei Angelkajaks unterwegs. Heute gehen wir auf Ränken, wir werden uns ja ganz speziell spezialisieren. Ich brauche heute übrigens gar nicht treten, ja? Ich bin der Echolot-Checker. André ist derjenige, der heute ordentlich Kalorien verbrennen muss. Finde ich sehr gut, weil ich habe einen Bandscheibenvorfall. In dem Sinne grüße ich auch gerade meinen Arbeitgeber. Huhu! Erholungsurlaub! Nein, ich bin ja gekündigt worden. Von daher, mir geht's gut. Blendend. Spaß beiseite. Wir fahren jetzt zur Ränkenstelle. Und auf dem Echolot sehen wir schon die ersten Fische bei 30 Meter. André, stopp! So, hier sind wir übrigens an einer sehr guten Stelle. Merkt euch mal bitte diesen Campingplatz und diese roten Dächer da vorne. Und genau hier drunter ist eine Top-Adresse. Und deshalb schauen wir mal, was das Echolot jetzt mal sagt. Keine Fische da. Vorführeffekt. Ah, da kommen sie. Da kommen sie. André findet sich schon. Mach weiter, geradeaus. Los, Sklave. Jalla, jalla. Jetzt fahre ich zu einer neuen Stelle, weil ich den Schwarm finden möchte. Da, wo ich jetzt war, war gar nichts mehr. Kein Biss. Ist aber normal, Beißflaute, ne? Mittagszeit. Die Fische sitzen zu Tisch. Und futtern schon. Und wenn du den Köder verpasst, dahin zu packen, dann sind die Fische weg. Aber Sorpesee ist echt wunderschön hier. Also gefällt mir noch besser als am Biggesee. Ist halt ein bisschen kleiner. Und ich finde, die Bäume sind auch viel näher am Wasser dran. Aber liegt natürlich auch am Wasserstand. Klar, danke, weiß ich auch. Ja. Aber trotzdem sehr schön. Ich zeige euch das mal so ein bisschen. Hier gibt es übrigens das Blaufällchen im Sorpesee und die kleine Maräne. Die große Maräne, die kommt im Möhnesee vor. Ja, bei uns im Sauerland kommen sowohl das Blaufällchen als auch die kleine Maräne und sogar die große Maräne vor. Und hier muss ich einmal ganz kurz auf die kleine Maräne kommen. Also die kleine Maräne gibt es sowohl in der Ostsee, ja, ganz weit rechts gesehen, als auch in England und in den polararktischen Regionen, also Russlands. Da kommt sie halt in tiefer gelegenen Seen auch vor. Und sie ist natürlich ein Nützling, denn sie frisst Zooplankton, also ganz, ganz kleine Krebse, Wasserflöhe, Hüpferlinge. Und diese wiederum ernähren sich von Phytoplankton, also Kieselalgen, Grünalgen. Wenn die Bestände von den Raubfischen nicht dezimiert werden können, dann wird es problematisch, weil nämlich die kleine Maräne dann Überhand nimmt, das Zooplankton frisst und dann kann das Phytoplankton wiederum Überhand nehmen. Und gerade in Bezug auf die Wasserqualität ist es ganz wichtig, dass dieses Umkippen eines Gewässers sozusagen nicht passiert. Und da fischt also der Ruhrverband auch in regelmäßigen Abständen, wenn eine Massenvermehrung der kleinen Maräne da ist, die auch ab. Und wir Angler sind auch gefragt, also wir dürfen die kleinen Maränen auch wirklich in großer Zahl fangen. Wichtig für uns ist, dass wir natürlich unterscheiden können zwischen der kleinen Maräne, dem Blaufällchen und der großen Maräne. Die kleine Maräne hat ein recht großes Auge. Und was ganz entscheidend ist, dieses nach oben ständige Maul sieht ungefähr so aus wie eine Ukelei vom Mund her. Also das ist ganz weit nach oben, um dort quasi von unten aus gesehen Insekten oberhalb ihrer Augen zu schnappen. Beim Blaufällchen dagegen sieht es ein bisschen anders aus. Wenn ihr euch den Mund anguckt beim Blaufällchen, ist eher so endständig. Und die Blaufällchen
sind sogar eher in den tieferen Regionen, weil sie sich dort vor allem so Bachflohkrebse, aufsteigende Mückenlarven, die holen sich die quasi vom Grund auf. Die können auch ein bisschen größer sein, aber die kleine Maräne ist ein absoluter Schwarmfisch, ist deshalb auf Echolotanzeigen immer als gewaltigen Schwarm zu erkennen und sie fressen tatsächlich in Massen ganz, ganz kleine Insekten, brauchen daher auch große Augen und dieses nach oben ständige Maul. Blaufällchen werden zwischen 30 und 50 cm groß und sind vorwiegend in Grundnähe oder im Mittelwasser. Die kleine Maräne dagegen ist zwischen 10 und 25 cm groß und ist vorwiegend im Freiwasser oder sogar in der Oberfläche zu finden. Ja, das Ränkenangeln. Das Ränkenangeln ist eigentlich ganz simpel. Man verwendet eine Hygiene, da sind halt mehrere Nymphen dran. Die lässt man kurz über Grund, ganz leicht schwebend oder auch treibend oder auch hängend, bietet man die an und dann fängt man auch seine Ränken. Eine uralte Kunst, die tatsächlich oben im Bodensee und in den schwedischen, in den schwedischen Gebieten, in den großen Seen sehr, sehr typisch war in der Angelanfangszeit und man hat damit viele Fällchen gefangen. Bei uns hier im Sauerland gibt es tatsächlich drei Korrigonenarten. Das ist einmal die kleine Maräne, das Blaufällchen und die große Maräne. Es gibt auch noch viele andere Arten, zum Beispiel im Rhein gibt es auch die Wandermaräne, also der Nordseeschnäppel, der übrigens sehr streng geschützt ist. Und in der Ostsee auch den Ostseeschnäppel. Und wahrscheinlich gibt es da auch noch ganz, ganz viele Arten und Unterarten, kenne ich mich aber nicht mit aus, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich mit den drei Ränkenarten beschäftigt, die bei uns hier im Sauerland vom Ruhrverband eingesetzt werden, nachgezüchtet werden. Und ich kann euch nur sagen, Ränkenangeln ist wirklich wunderschön. Es macht richtig viel Spaß. Es gibt tolle Guiding-Touren, die ich euch hier in der Linkbeschreibung auch einfügen werde, wo ihr so tolle Erlebnisse machen könnt. Ihr könnt es aber auch tatsächlich alleine ausprobieren. Und was braucht ihr dafür? Ihr braucht eine Fällchenrute. Da dürft ihr wirklich, also ich möchte hier keine Marken nennen oder sonst was. Jede mögliche Art von Fällchenrute, Ränkenrute ist möglich. Es muss eine weiche Spitze sein, damit ihr diese zaghaften Bisse auch erkennt. Der beste Angelladen, der sich tatsächlich hier bei uns mit dem Thema Ränken schon viele, viele Jahre beschäftigt, ist am Sorpesee, Angeln de König. Und da habe ich euch hier auch noch wieder eine Videobeschreibung geschickt oder auch hier schreibe ich das auch nochmal dazu. Da werdet ihr gut beraten. Da gibt es ganz, ganz tolle selbstgebundene Hygienen, die auch wirklich empfehlenswert sind. Es gibt so viele Hygienen, die ihr fertig gebunden kaufen könnt, die sind echt Schrott. Und wenn ich euch sage, die sind Schrott, dann glaubt es mir, dann meine ich auch Schrott. Ich habe damit sowohl Fische verloren, als auch viele Fehlbisse gehabt. Und diese Hygienen dort sind wirklich top. Kann ich echt empfehlen und es macht Spaß. Ja, grundsätzlich gibt es bei uns in den Sauerlandseen die Ränken. Einige Baggerseen tatsächlich am Niederrhein haben auch Ränken. Und auch die Eifelseen haben Ränken. Meistens sind da auch Berufsfischer mit an Bord, die von den Ränken auch leben. Ja, die Ränken. Das Ränkenangeln ist wichtig, es muss ganz vorsichtig gemacht werden. Das heißt, ihr haltet die Ränkenrute wirklich fest. Das Blei sollte am besten möglichst bodennah sein und ihr solltet damit nicht zu viele, zu starke Bewegungen machen. Das kann also auch abschreckend wirken. Ihr könnt ganz vorsichtig anheben, ganz vorsichtig absenken. Auf ein Echolot. Echolot ist natürlich beim Ränkenangeln sehr, sehr vom Vorteil, weil ihr damit die Schwärme findet. Heißt aber immer noch nicht, dass ihr dann auch wirklich Ränken fangt. Also wer sagt, oh, Echolot, dann ist das Angeln ja einfach, ganz und gar nicht. Der Marian kann es euch bestätigen. Stimmt's, Marian? Jo. Wir waren nämlich heute den ganzen Tag auf Ränke und wir haben nur 4 Stück gefangen. Und das auch wirklich mit ganz, ganz viel Mühe. Ja, bei der Ränke ist es tatsächlich so, wir haben jetzt zum Beispiel, Jahr 2022, einige Talsperren, Seen werden ja auch regelmäßig abgelassen.
Das kann tatsächlich bei so einer Renkenpopulation auch so ein bisschen Störung hineinbringen. Warum das so ist, wissen viele nicht. Aber dieses Jahr zum Beispiel ist echt ein super schwieriges Renkenjahr. Wir haben nicht viel Glück. Man muss viel, viel rudern, viel, viel rumfahren, um die Renken zu finden. Ansonsten, die letzten Jahre war es top. Also der 1. Mai, wenn ihr da auf Renken wart, also ich spreche 2019, 2020, da konnte man wirklich reichlich Renken fangen. Es ist ja so, die Schwebrenke, also die kleine Maräne, davon dürft ihr so viele fangen, wie ihr fangen könnt. Die ist nämlich so häufig in den Sauerlandseen, dass sie abgefischt werden muss. Beim Blaufällchen ist es tatsächlich aktuell so, da darf man nur 10 Fische mitnehmen. Und das ist auch sehr gut, um auch nachhaltig und schonend zu denken. Ja, weil es ist eine leckere Fischart, viele Leute wollen sie fangen. Und wenn jetzt wirklich so viele Angler auf Renken aus sind, dann fangt lieber die Schwebrenke, weil die tatsächlich in so einem enormen Bestand vorkommt, dass sie gar nicht mehr zurückgedrängt werden kann. Teilweise nehmen die dann in den hohen Sommermonaten sich gegenseitig das Plankton, also Futter, weg. Oder auch Sauerstoffmangel, ne? Ist natürlich auch ein Thema, wenn so große Fischschwärme vorkommen. Aber grundsätzlich, probiert es mal aus, das Renkenangeln. Es macht ganz, ganz viel Spaß. Ihr habt als Beifang auch wunderschöne Barsche, ab und zu sogar ein Saibling, ein Hecht, der sich vielleicht auf die Renke noch im Drill stürzt. Und den kriegt ihr manchmal auch mit raus, ne? Weil die Hygiene dann auch irgendwie irgendwo hängen bleibt. Das kann also auch vorkommen. Boote kann man sich mieten hier im Sauerland. Und ich kann nur sagen, also es macht wirklich viel Spaß. Sogar mein Hund nehme ich mit. Die hat auch ganz viel Spaß. Und hier nochmal ein paar schöne Bilder, dass ihr so seht, wie das so ist mit dem Renkenangeln. Ach, jetzt ein Geheimtipp von meiner Seite aus zum Thema der Andersangler. Viele angeln ja mit den Renkenposen. Und diesen Tipp, der muss ich wirklich sagen, muss ich fairerweise sagen, den habe ich natürlich vom Sorpesee-Angelladen. Die haben uns diesen Tipp gegeben und das ist wirklich ein ganz toller Tipp. Also so eine Unterwasserpose und da das Renkenvorfach auf Grund legen und dann warten, bis ein Biss kommt. Dann müsst ihr nicht ständig mit den Stopper die Pose nachjustieren, weil die Tiefen hier ja auch variieren können. Und wir sprechen hier von Tiefen bis 30 Meter. Also ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und wenn es euch gefallen hat, teilt es doch bitte, liked es. Gebt mir einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Video. Tschö, euer Martin.